Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge The Harder Call of the Wild. Ich bin der Eddie und ich werde heute mal auf der neuen Karte spielen. Ich habe schon mal versucht, was aufzunehmen, eine neue Karte, damit wir mal wissen, wo wir sind. Wir sind, und zwar sind wir hier, Revontuli Coast. Willkommen am nördlichen Rand der Ostsee. Also, hier gibt es sehr viele Tiere. Ich glaube, mit die meisten Tiere, die es jemals auf einer The Hunter Call of the Wild Karte gab. Vom Bär über den Elch, über Hirsche, Weißwedel und extrem viele Vogelarten. Was haben wir hier alles? Es steht ja hier, ihr könnt ja mal nachlesen, Auerhahn, Burghuhn, Gänse, Enten und so weiter. Also hier ist sehr viel vertreten. Wir können nachher so nach und nach mal gucken. Und ich habe die Karte schon mal angezockt. Und bin ja mal hier unten rumgelatscht. Ich bin irgendwo von hier gekommen, mal hier hoch, hier rüber. Ich habe auch schon versucht, eine Aufnahme zu machen, aber ja, die Wohnung neben mir wird renoviert, sagen wir es mal so. Und wenn ich ab und zu mal huste und das vielleicht vergesse rauszuschneiden, sorry dafür, ich habe gerade Corona, ist aber schon am abklingenden Ast. Ich kann ja mal gleich mal noch ein bisschen was dazu erzählen. Jetzt bin ich hier gespawnt. Hier war ich überhaupt noch nicht in dem Gebiet hier oben. Ich war das letzte Mal, kam ich ja von hier unten irgendwie. Habe als letztes das hier geöffnet. Und dann, als ich mich ausgeloggt habe, war ich anscheinend näher an diesem Außenposten. Darum sind wir jetzt mal hier. Dann würde ich dir vorschlagen, wir latschen einfach mal, keine Ahnung, hier drumherum irgendwie. Nach da. Oder vielleicht nach da. Mal gucken, wir werden sehen. Also so in die Richtung. Was habe ich an Material dabei? Schauen wir mal ganz kurz. Die Spotter. Dann die Ranger. Also die Ranger für die kleineren. Da haben wir hier die... es gibt hier dieses neue Rad auch noch. Die Ranger hier für 2 bis 6 Waffenklasse, also Munitionsklasse. Dann haben wir die Sporter hier für die Klasse 4 bis 8, also für die größeren. Dann habe ich Vogelschrot am Mann, den Messingvogelschrot, damit wir kein Blei in die Viecher kriegen. Ist nicht ganz so gesund. Und unterschiedliche Pfeile. Ich habe gerade den dran, weil ich habe auf meinem letzten Ding mal einen Bär erschossen mit dem Pfeil. Und zwar war ich da hier und da waren extrem viele Tiere hier außenrum. Weißwedelhirsche, verschiedene Hühner, also Auerhuhn, Birk, Schneehuhn glaube ich und so weiter. Und wir müssen hier auch noch so eine Mission, habe ich hier am Start. Der Beobachter, ich soll hier diese ganzen Tierchen fotografieren. Da sehen wir schon Saatgans, Elch, Braunbär, Weißwedelluchs. Dann gibt es Marderhunde, Schneehasen, Moorschneehuhn, Reiherente, Stockente, Haselhuhn, Graugans. Also es gibt sehr viele fliegende Kameraden hier. Wir werden gucken, was wir alles vor die Flinte kriegen. Habe ich eigentlich genug Munition? Ich denke, das reicht derweil. So, dann latschen wir gleich mal los, bevor wir hier noch weiter lang rumlabern. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wo das hier sein soll. Das könnte ja hier oben
Finnland, Schweden, was weiß ich, wo das Gebiet ganz genau ist. Oder ob das einfach hier so allgemein gehalten ist. Wie spät ist es überhaupt? 9:28 Uhr. Ups. Das ist doch nicht ganz verkehrt. Da haben wir jedenfalls für die Session, falls nicht in der Nachbarwohnung auf einen Schlag doch wieder der Bohrhammer zum Einsatz kommt. Weil gestern habe ich so 10 Minuten aufgenommen gehabt und dann ging es los ohne Unterbrechung. Wie gesagt, ich habe Corona, bin gerade wieder auf dem Weg der Besserung. Braucht man nicht, ist tatsächlich wie eine richtige Grippe. Ich hatte einmal in meinem Leben Grippe, also richtige Grippe, nicht einen grippalen Infekt oder sowas, sondern eine richtige Grippe. Mit extrem viel Fieber und so weiter. Und das braucht man nicht. Aber jetzt hier Corona. Schauen mal. Wir schauen mal. Wir gehen mal in die Richtung hier. Der Wind steht ja ganz günstig jetzt, wenn man in Bezug auf die Weißwedel. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie weit die weg waren. Okay. Wenn das dann stimmt, sehr wahrscheinlich eher so 380 oder so, weil bei 400 ist, glaube ich, die Rennedistanz für für Tiere. Trau ich dem Fernglas nicht ganz. Schauen wir mal. Okay, ich dachte mir schon, dass ich da durchgehen kann. Hat sich die Corona-Geschichte so geäußert, dass ich einen Husten bekommen habe, aber so im oberen Lungenbereich und zwar sehr stechenden Husten, trockenen, sehr stechenden Husten. Der Mama sind so richtige Hustenanfälle und Hustenkrämpfe mündet sozusagen. Tundra Saatgans. Muss bestimmt auch ein Foto davon machen. Wir gehen mal in die Richtung so ein bisschen. Und ich mache nachher einfach mal mit P ein bisschen hier . 180. Das wird noch nicht gehen. Ich glaube, alles, was unterhalb 150 ist, ne? Ja, es geht noch nicht nachher. Ich mache einfach immer mal wieder Bilder. Manchmal klappt es dann. Wenn ich die überhaupt fotografieren muss.
Luftschrei, okay. Das ist gut. Kein Warnruf. Das heißt, ich habe vielleicht noch die Chance. Ja, schau her. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie weit das jetzt ist. Also 120 kann es sein. 140, also ich denke so unter 150, dann geht's. Ist aber zu weit weg für unseren Schrot. Wo sind denn diese Weißwedel? Sind die mittlerweile geflüchtet? Immer noch Brummschrei. Ich wäre mal, wie war denn das mit diesem Rad? Genau, mittlere Maustaste gedrückt halten. Man kann hier auch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, die Anbauteile relativ schnell switchen. Ah, Visier wechseln mit E. Na, schau her. Und ich dachte, man kann auch irgendwie die Munition relativ zügig wechseln. Ich fange mal hier mit 75 Meter Schussdistanz an. Nullung. Gucken dann mal. Ist doch hübsch hier. Ja, wie gesagt, Corona-technisch hat sich das bei mir so geäußert, dieser Husten. Schau, kaum spreche ich davon, kickt da schon wieder ein bisschen, obwohl es eigentlich schon deutlich am Abnehmen ist. Dann, was auch ganz saublöd war, diese Kopf- und Gliederschmerzen. Ich hatte sehr starke Kopf- und Gliederschmerzen. Das war auch das Einzige, wogegen ich etwas Medikamente eingenommen habe. Weil das war ganz was Unangenehmes. Oh, jetzt fliegen die weg. Und zwar weg im Sinne von weg. Nicht von auf mich zu. Okay. Der Hirsch hat sich sehr schnell verdrückt. Schauen wir mal, ob ich hier auch durch kann, dass alles hier so Flachwasser ist oder hier irgendwann nicht mehr weiter können wir zurück müssen. Ja, scheint zu gehen. Diese Kopf- und Gliederschmerzen, dann plus minus 38 Fieber. Also das ist das, was man halt so kennt von den Symptomen. Ich hatte keinen Geschmacksverlust. Im Gegenteil. Für mich haben Dinge eher deutlich intensiver geschmeckt. Also ich bin so ein Typ, ich esse ganz gern manchmal in der Früh so Snacks. Die waren so babsüß. Die konntest du kaum essen. Alter. Neue Herde. Kleine. Drei Tiere. Bislang. Könnten ja noch mehr werden, wenn ich noch ein bisschen näher komme, weil das ist hier, schau mal her, 400, 430.
habe ich wieder die Qual der Wahl. Sollen wir den hier versuchen? Hier. Also wieder halb schwindelig, hier ist nichts. Weiter drüben. Die Mission hat bei mir übrigens abgekackt hier, weil ich hier gerade den Ding sehe, hier hinten den, ich sehe da den Stümmel hier. Da soll man so einer Spur, also so einem Pfad folgen, ich glaube blauen oder grünen, so Markierung. Irgendwann konnte ich diese Spur nicht mehr aufnehmen. Das habe ich komischerweise relativ oft. Drum mache ich eigentlich so gut wie nie Missionen, weil mir das zu doof ist. Mal uns hinlegen. Kriegen wir vielleicht noch einen besseren Schuss zustande. Jetzt hat er sich natürlich so hingestellt, dass der andere davor steht. Die Ding wäre gut. Belastend, sage ich da nur. Mein Frolli hat übrigens auch Corona und ganz andere Symptome. Streckte mir wieder den Hintern her. Jo, der war doch gut, der Schuss. Komm, ich laufe nicht so weit. Mist. Ich hätte noch einmal nachsetzen sollen. Fuck. Da hinten sind wieder. Schau mal schnell. Kanada Gans. Hab ich die schon fotografiert? Ich guck ganz kurz. Nein. Wie weit ist die weg? Sehr weit, sehr wahrscheinlich. Das ist ein Ansitz. Wann habe ich denn den aufgebaut? Ist der auf der Karte? Ja, tatsächlich, da hinten. Wo sind die? Da hinten sind die. Die sind weit hinten. Die sind fast so weit weg wie der Ansitz. Mann, Mann, Mann. Ich sneak da mal hin. Und dann gehen wir darüber. Ist 100 Pro verstorben, ja klar. Oder soll ich erst darüber gehen? Ja komm, wir machen Folgendes. Wir gehen erst darüber. Ich laufe jetzt mal ganz normal. Die sind ja über 400 Meter weg. Ich in der Hoffnung, dass die jetzt nicht wegfliegen. Wir holen zuerst den Hirsch. Sammeln wir zuerst ein und dann kümmern wir uns um die Kanada Gans. Rein fototechnisch. Weil vielleicht können wir ja im Wald uns anschleichen. Wir werden sehen. Bei meinem Fraule war Corona-technisch, die hatte mehr Schnupfen und sowas. Schnupfen habe ich gar nicht gehabt. Und die hat auch nicht diesen extremen Geschmackssinn bekommen. Also diese Variante hier. Die wir hier haben. Das ist anscheinend nicht mehr ganz zu vergleichen mit der ersten Corona-Geschichte. Also sprinten tue ich jetzt nicht, also laufen. Ich
Geh mal dahin. Nicht, dass uns da hinten die Hirsche und Gänse doch noch wegrennen und fliegen. Wie lange ist es eigentlich ganz? Warnhof Weißwedel. Ja, okay. Du stehst natürlich auch relativ nah da. Deine 115 Meter. Pass mal auf. Vielleicht kann ich den ein bisschen. Anlocken. Herr Warnruf, ich weiß. Ich schau mal, wie bis zu diesem kleinen. Hier gehen können. Der würde mir Sichtschutz geben, glaube ich. Da kommt ihr Kohlen denn nochmal? Anderes, oder? War gut. Das ist ein guter Schuss. Dachte, die waren zu dritt. Ich call noch mal das Weibchen. Vielleicht hat's ja Lust, sich dazuzulegen. Nee. Läuft weg. Okay, dann lasse ich dich ziehen. Wir sammeln den hier mal ein, den Kameraden. Dann kümmern wir uns um den anderen, den wir vorhin angeschossen haben. Warum da hinten? Hat es den Pfeil so verzogen? Falsche Munition auch noch. Ach, ich habe diesen extrem starken Pfeil drin. Ich glaube, der Weißwedel hat keine lebenswichtigen Organe. Jetzt pass mal auf. Ich habe drin. Acht bis neun. Okay, gut, aber er ist dafür schnell umgefallen. Das war die falsche Munition. Ich glaube, der Weißwedel hat.
Das ist auch komisch, gell? Wenn ich jetzt hier schon mal, ich ziehe jetzt mit der Maus hier runter. So, wenn ich jetzt loslasse und würde nach links rüber, ich hoffe, es passiert jetzt wieder. Ich gehe jetzt nach links. Oh, ne, jetzt ist es geblieben. Ich ziehe runter. Das ist natürlich der Ding. Normalerweise ist es immer so, dass das. Jetzt will ich mit der. Also, ich zeige es mir nochmal. Ich ziehe runter. So, jetzt gehe ich nach links rüber. Jetzt will ich mit der Maus drehen, damit ich noch weiter runterkomme. Dann springt es bei mir immer hier an Anfang. Ich muss also zum Scrollen mit der Maus. Ganz komische Geschichte. Weißwedel 4. Ne? Weißwedel 4. Ich glaube, das war der, den ich eigentlich gewollt hätte. So, jetzt schauen wir mal. Ah, jetzt renne ich natürlich wieder. Dumm. Wir müssen mal gucken, ob ich hier irgendwo, wenn ich jetzt hier so gerade hinterlaufe, schon mal die Blutspur. Jawohl. Nee. Was ist das da? Hase. Da ist die Blutspur von dem anderen erwischt, weil angeschossen habe ich den ja viel weiter da drüben. Der lief ja nach da. Wir sprinten mal in die Richtung, dass wir den möglichst zügig finden. Hoffe ich, da liegt er schon. Prima. Auch deutlich zu hoch. Was ist los, Eddie? Eurasische Luchs. Ich wollte doch zu den Gänsen. Ich gehe mal hier ein bisschen. Bis 2018, bis 2021 gegebenenfalls. Feenwertung. Wo sind denn die Gänse? Kanada-Gans. Fliegen sie noch weg. Aber schade. Vielleicht kommen wir ja so nah vorbei, dass sich die Mission erfüllt. Nee. Jetzt verdrücken sich die. Ist. Ja, doch, schau mal her. Hey, das reicht doch. Das reicht. Was anderes wollen wir doch gar nicht. Bejagen können wir die anders mal auch noch. Wo sind die Hirsche hin? Die haben sich gedacht, wenn die Gans das sich verdrückt, dann. Okay. Nicht ganz. Nicht ganz. Verdrücken wir uns auch.
45, der ist noch größer. Den könnten wir mal aufs Korn nehmen. Oh. So, wir ruppen mal etwas schneller nach vorne, dass wir über die Kante gucken können. Wenn wir dann irgendwann mal überhaupt bis zu einer Kante kommen. So, hier. Prima. So, das drückt man nieder. Ein Stück zurück, dann haben wir hier schön flach. Ich schaue noch mal ganz schnell, nicht, dass ich den falschen wieder ins Visier nehme. Ich glaube, es war der. Okay, 2 bis 240. Haben wir noch was? Ne, den nehmen wir. So, dann auf geht's. Lass mal laufen. Ich könnte jetzt natürlich darauf schießen, aber du bist ja eine Neugierige. Einfach nur wegen den Punkten könnte ich jetzt auch noch mal hier Aber jetzt wollen wir mal nicht alle ausrotten hier. Auch wenn man in so einem... Man kommt ja in so einen Rausch. Ja. Da sind die Gänse wieder. Wie Bruno der Bär. Oh, Huhn. Nee, ich habe nicht gepfiffen, das war ich nicht. Manchmal drücke ich die falsche Taste, wenn ich aufstehen will. Das passiert mir immer mal wieder. Ja, man kommt in so einen Rausch, wie der Bär. Bei uns in Bayern, Bruno der Bär, ich weiß nicht, ob ihr das, die Geschichte kennt, vor etlichen Jahren ist mal aus dem Tschechischen rüber ein Bär bei uns eingewandert. Und dann haben wir hier bei uns, ja super, ein Bär, komm, Bruno, haben sie ihn getauft.
Halt, das wollte ich jetzt nicht. Mist. Ah, doch, passt noch. Ihr müsst euch mal, schau mal her. Schaut euch mal diese Vorschau an. Also diesmal haben wir alles richtig. Munition, lebenswichtige Organe und so weiter. Hier, na, doppelte Lunge. Das ist doch viel schöner wie vorher. Also seit es diese neue Karte gibt und da haben die noch neue andere Updates gemacht. Das sieht doch hier in der Vorschau irgendwie viel, viel besser aus wie vorher, oder? Also ich finde schon, die ganze Farben, die ganze Feldzeichnung und so, irgendwas haben die geändert. Allerdings dachte ich immer, es gibt also unterschiedliche Geweihe. Also die gibt es auch, glaube ich, aber ich habe meistens völlig symmetrische Stangen. Datun, wo ist denn Datun? Wir sausen mal ein Stück weit darüber. Ich muss noch die anderen auch noch einsammeln, bevor ich mich wieder verrenne. Und den Bruno, wie gesagt, den haben sie, ja toll, endlich ein Bär bei uns in Bayern, super. Ne? Als er dann angefangen hat, die ersten Schafe zu reißen, war man schon nicht mehr ganz so glücklich. Und dann hat er mal so eine, ich glaube, dann hat er mal so eine ganze Schafsherde niedergestreckt. Oder halt jedenfalls relativ viele. Und dann war es auf einen Schlag der Problembär. Aber, man ist ja klar, wie der Fuchs im Hühnerstall halt. Wenn die Beute nicht aus kann, die eingezäunt ist und die nirgends hin kann, dann kommt der Jagdtrieb, sobald die Tiere weglaufen wollen. Das ist doch irgendwie schön, oder? Also diese Feldzeichnung und so. Die sind nicht ganz symmetrisch. Jetzt sind wir wieder da. Da ist dieses Stück doch kleiner wie das. Ja? Das sind quasi unterschiedliche Stangen. Die sind unterschiedlich. Schön. Ja, und dann war es mal der Problembär und kaum hat er dann dem Jäger den Rücken zugedreht, haben sie von hinten erschossen. Oha, hier haben wir nichts. Ah, ich war zu hoch. Keine lebenswichtigen Organe getroffen. Schau mal her, die könnten wir jetzt auch noch. Ich könnte hier quasi so eine ganze Weißwedelpopulation. Mir vornehmen. Da hinten ist natürlich der mit den meisten Trophäenpunkten. Das ist auch schwerer. Wir lassen den mal ein Stück rankommen. Wenn er dann da ist, wo der ist.
War wieder zu hoch. Der war viel zu nah für meine 150 Meter Nullung. Darum ist er auch nicht instant umgefallen. Obwohl, es geht ja tatsächlich noch. Ich dachte, der wäre noch höher. Ja, gerade so Gold. Also für einen Diamant brauchen wir noch ganz anderes Kaliber. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Diamanttiere. Einen, zwei, seit ich spiele. Ich weiß nicht, wie manche das machen mit diesen Diamantviechern. Ich muss natürlich auch sagen, ich laufe am liebsten einfach hier rum. Genieß die virtuelle Natur. Ich bin einfach, das ist fast wie wenn ich selber rausgehen würde. Irgendwie so. Also kann man sich's vorstellen. Das ist einfach, ich weiß auch nicht. Ist so schön hier. Und diese Mississippi-Karte vorher, die hat quasi mir das ganze Spiel versaut. Ich war richtig enttäuscht von der Karte. Ich dachte mir, oh geil, Krokodile. Ja, wir machen hier, wir gehen ein bisschen auf Krokodiljagd oder sonst irgendwas. Erstens mal, Krokodile sind wirklich schwer zu jagen. Habe ich ja nichts dagegen. Kann man ja machen. Aber wenn quasi eigentlich jedes Tier, das ich bislang im Wasser bejagt habe, einfach untertaucht und auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Da vergeht mir einfach die Lust. Und ich glaube jetzt nicht, dass es daran liegt, dass ich zu blöd war, das Krokodil richtig zu treffen. Also ich habe da tatsächlich sogar nachgelesen, wo man am besten hinschießt. Da im Kopfbereich. Das funktioniert nur, wenn du relativ nah dran bist und am besten, wenn das Tier an Land ist. Dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Ansonsten hat es bei mir einfach nicht geklappt. Was ist denn das hier? Baumstamm, oder? Ja. Ich denke mir gerade, hä? Hat sich da ein Luchs festgebackt oder was? Die Gänse waren ganz da hinten, oder? Ich würde mal sagen, ich mache an der Stelle einfach mal eine Pause. Da hinten sind die. Wir können ja mal hier so in die Luft schießen mit dem Schrot und dann regnet das Schrot da hinten so runter. Beim Gießkannen im Prinzip, wenn wir Glück haben, treffen wir dann eine von den Gänsen. Steht hier einfach die Hirschkuh da. Guck dumm. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch an der Stelle. Auch hier wieder, ne? Man kann nicht hinknien, man kann nur stehen. Und wenn man steht, hast du das Problem. Da, jetzt kannst du noch Luft anhalten. Aber ich meine, sind wir doch mal ehrlich, dass das noch nie jemanden gestört, so gestört hat, dass man das
beseitigt hat. Wofür ist denn so ein Ansitz gedacht? Ich setze mich hin, leg mein Gewehr schön vorne auf, habe einen ruhigen, eine ruhige Anvisierung. Wunderbar. Und ich bin höher, sodass mich die das Wild, also die Rehe und so weiter, nicht sehen, weil die nur nach unten gucken. Weil die eigentlich normalerweise von oben keine Feinde haben. Drum geht man in die Höhe. Aber doch nicht, wenn ich noch nicht mal mein Gewehr auflegen kann und noch nicht mehr hinknien kann. Wenn das Ding jetzt so niedrig wäre, dass ich im Knien. Ich muss mich da jedes Mal drüber aufregen, weil da kann ich auch unten am Boden bleiben. Oh, da brauche ich halt den Ansitz nicht. Eigentlich ist der nur Geldverschwendung. Ich baue den nur auf, weil er halt da ist. Damit er halt steht. Ich habe das letzte Mal tatsächlich dieses Häuschen benutzt, das am Boden steht. Und da habe ich Rehe angelockt. Nee, Hirsche, auch Weißwedelhirsche. Und habe dann mit dem Bogen Sneaky Peaky rausgeschossen. Und dann kam auch noch zufällig ein Bär vorbei. Ganz nah. Dann wollte er mich angreifen. Der kam natürlich nicht rein in dieses Ding. Dann habe ich den auch von innen mit dem Bogen erlegen können. Ja, es war jetzt nicht die allergrößte Glanzleistung. Aber mei, wenn das Ding schon da ist. Was kommt da? Elch. Ja. Das war so die meisten Dinge, die ich bislang erlegt habe hier auf dieser Karte, war Elch, Weißwedel und ein, zwei Flieger und ein Luchs. Oder zwei, drei. Ist auf der Tour, die ich da unten wäre. Aber halt jetzt nichts, dass man sagt, okay, mir ist jetzt hier auf einer neuen Karte und erlegt hier ausschließlich neuere Arten. Nein. Bislang war es bei mir eher das, was man von anderen Karten schon kannte. Aber ich finde die Karte einfach hübsch. Die Karte hier ist gelungen. Die andere Karte, die Mississippi-Karte, ist einfach für mich die schlechteste Karte bislang. Und was mich am allermeisten noch nervt, ist, dass es da permanent regnet. Es regnet quasi ausschließlich. Und das macht mich einfach depressiv. Und da habe ich keine Lust drauf. Dass, ja, depressiv. Ich bin jetzt kein depressiver Mensch, aber die Stimmung ist einfach. Die ist doch im Keller, wenn es regnet. Bei Sonne ist doch alles viel schöner. Sind wir hier gestartet? Scheint so. Wir sind ja gar nicht so weit gekommen, oder? Kann es sein. Tatsächlich. Bisschen hier um See rum. Also um die Pfützen rum. So Leute. Dann verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wobei ich, ja, der ein oder andere wird es wissen. Leider nicht mehr so regelmäßig Videos online bringen zurzeit, wie ich mir das selber wünschen würde. Aber es ist, wie es ist. Und da muss ich durch. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Und wir sehen uns hoffentlich bald und beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Eddie. Habt eine schöne Zeit.